Schwein gehabt. Das hatte zumindest der russische Regisseur Viktor Kosakowski, der einen beeindruckenden Dokumentarfilm über Tiere auf dem Bauernhof gedreht hat. In der Hauptrolle Gunda, die Sau und ihre 12 Ferkel. Ein tierisches Abenteuer in Schwarz-Weiß dank neuester Technik und minutiöser Vorbereitung. Ich habe den Schweinestall, in dem Gunda lebt, so ausgestattet, dass meine Linse drinnen steckt und sich um 360 Grad drehen kann, während mein Team draußen bleibt, um nicht zu sehr zu stören. Alles ist ganz einfach. Mit anderen Worten, es ist eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die bereits in seiner Kindheit begann. Kosakowski musste als Vierjähriger erleben, wie sein Lieblingsferkel zu Weihnachten in den Topf wanderte. Wut und Trauer ließen ihn nicht mehr los. So wurde er in den 1960er Jahren zum ersten Vegetarier der früheren Sowjetunion. Es ist schon verrückt, dass wir jedes Jahr 1 Milliarde Schweine töten. Und das kommt uns noch nicht mal seltsam vor. Wir töten jedes Jahr 1,5 Milliarde Kühe und fragen uns noch nicht mal, ist das eigentlich richtig? Es ist Zeit für eine Revolution des Mitgefühls. Gunda kommt voraussichtlich am 25. April in die deutschen Kinos.